Wir hören das jeden Tag in den Medien und das ist auch der Grund, warum man in den letzten Wochen nur so schwer an Klopapier und an Nudeln rankommt. Das Coronavirus bestimmt aktuell das Leben in Deutschland. Zeit für einen kleinen Überblick. Das Coronavirus ist ein Virus, das bei Menschen eine Atemwegserkrankung auslöst. Es verbreitet sich dabei meistens über Tröpfchen beim Sprechen, Husten oder Niesen. Die Tröpfchen bleiben auch auf Oberflächen haften und führen beim Anfassen mit den Händen zu Schmierinfektionen. Der Krankheitsverlauf ist sehr unterschiedlich. Viele Menschen haben einen milden Krankheitsverlauf, manche sind durch das Virus kaum eingeschränkt oder haben gar keine Symptome. Für bestimmte Risikogruppen wie ältere Menschen und Vorerkrankte kann das Virus hingegen tödlich sein. Die ersten Male trat das Virus Ende 2019 im chinesischen Wuhan auf, von wo es sich über den ganzen Erdball ausbreitete. In Deutschland meldete man den ersten Infizierten im Januar, erst im März stieg die Anzahl der Infizierten dann in die Tausende. In diesem Monat wurden dann auch die ersten größeren Maßnahmen durch die Politik getroffen. Diese Maßnahmen reichen von sinnvollen Methoden, um die Verbreitung des Virus einzuschränken, wie etwa der Einkauf von Atemmasken durch den Staat bis hin zum Corona-Hilfspaket für die deutsche Wirtschaft. Was in diesem Hilfspaket der Regierung drinsteckt, sollten wir uns gleich genauer anschauen. Aber bevor wir uns das ansehen, werfen wir einen Blick auf die Lage der Wirtschaft. Parallel zum Ausbruch und der Verbreitung des Virus schlitterten auch die Börsen weltweit ins Minus. Der DAX ist innerhalb eines Monats um 39% eingebrochen und auf den Weltmärkten sieht es ähnlich aus. In Köln schickt Ford bereits Zehntausende Arbeiterinnen und Arbeiter nach Hause, zahlreiche Automobilhersteller schließen ihre Werke. Diese Wirtschaftskrise hat sich schon seit letztem Jahr angekündigt. Eine ganze Reihe von Ländern war schon vor dem Ausbruch des Virus in einer tiefen ökonomischen Krise. Die deutsche Wirtschaft entging der Rezession im letzten Jahr nur mit Hilfe von Rechentricks. Auch in Deutschland hatte sich in allen wichtigen Wirtschaftszweigen eine massive Überproduktion angehäuft, sodass die Verkäufe bzw. die Aufträge im vergangenen Jahr stark zurückgingen. Das führte zu einem direkten Einbruch der Industrieproduktion. Allein Deutschlands wichtigster Industriezweig, die Automobilbranche, verzeichnete einen Rückgang von 9%. Nur durch die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank konnte ein größerer Wirtschaftseinbruch verhindert werden. Die EZB sorgte dafür, dass die Zinsen, zu denen sich die Banken bei ihr Geld leihen können, extrem niedrig bei 0% blieben. So konnten dann Banken und Unternehmen mit günstigen Krediten am Leben gehalten werden. Die mussten nicht einmal wirtschaftlich sein, weil ihnen das Geld geradezu hinterhergeworfen wurde. Dass diese Blase irgendwann platzen musste, war allen klar. Dass sie jetzt aber durch eine weltweite Pandemie zum Platzen gebracht wurde, verschlimmert die Krise um einiges. Die Krise bedeutet jetzt für viele Menschen in diesem Land, dass sie erstmal nicht arbeiten können und ihren Job verlieren. Für viele gilt auch, wer zu Hause bleibt, bekommt kein Geld. Und da bei weitem noch nicht alle Betriebe geschlossen wurden, müssen sich immer noch Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter, um irgendwie die Miete zu zahlen, dem Risiko auf der Arbeit an dem Virus zu erkranken, aussetzen. Deutschland hat bisher relativ gesehen noch Glück gehabt mit dem Virus. Andere Länder wie China oder Italien wurden viel früher und viel heftiger von der Infektionswelle erfasst. Man kennt die Videos aus dem Internet. Überfüllte Krankenhäuser, Krankenbetten, die die Gänge füllen, gnadenlos überarbeitetes medizinisches Personal und so weiter. Jetzt würde man erwarten, dass die Bundesregierung von den Erfahrungen aus Italien, China und Spanien lernt. Man würde erwarten, dass das Corona-Hilfspaket umfangreiche Gelder für Kliniken und Ärzte und Ärztinnen zur Verfügung stellt. Tja, falsch gedacht. Die Bundesregierung gab dem Paket den wunderbaren Namen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF. Dieser Fonds kommt hauptsächlich den großen Konzernen zugute. Er umfasst mehrere hundert Milliarden Euro, die der Staat den Konzernen zuschieben möchte. Auch will der Staat mit rund 400 Milliarden Euro für die Kredite der Konzerne gerade stehen. Jetzt könnte die Bundesregierung einwenden, wir helfen auch Kleinunternehmen und Selbstständigen. Und das stimmt auch zu einem gewissen Teil. Rund 50 Milliarden von den gesamten 900 Milliarden gehen an kleine Gewerbetreibende. Mit schlappen 3 Milliarden sollen die Krankenhäuser unterstützt werden. Das ist offensichtlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Viele Kleinunternehmen
werden diese Krise nicht überleben. Genauso werden viele Krankenhäuser mit dem Ansturm an neuen Kranken nicht klarkommen und ihre gesteigerten Ausgaben nicht zahlen können. Während die Bundesregierung die Leute im Stich lässt, machen diese die Not zur Tugend. Überall in Deutschland haben sich Freiwillige zusammengeschlossen, um den Menschen, die besonders unter der Krise leiden, zu helfen. Sie organisieren sich in Solidaritätsnetzwerken und solidarischen Nachbarschaftshilfen. Sie gehen für die Eltern einkaufen oder passen auf die Kinder der Leute auf, die noch zur Arbeit müssen. Kontrovers diskutiert wird aktuell auch, wie man sich in der Situation politisch verhalten soll. Die Regierung plädiert dafür, sich möglichst provisorisch zu Hause einzusperren und ruhig zu bleiben. Außerdem sind in den meisten Bundesländern schon seit Tagen Versammlungen und Veranstaltungen verboten worden. Gleichzeitig gehen die Herrschenden in die Offensive über und nutzen die Situation aus. Sie legen unsere demokratischen Grundrechte still und proben den Ausnahmezustand. Das alles begründen sie dann mit dem Virus. Wir sollen die Füße stillhalten, während immer noch Arbeiterinnen und Arbeiter in nicht lebensnotwendigen Betrieben zur Arbeit gehen müssen und dort dem Virus ausgesetzt sind. Wir sollen den Mund halten, wenn Hunderttausende über lange Sicht ihren Job verlieren und auch nach dem Virus auf der Straße sitzen bleiben. Wir sollen still sein, wenn die Bundesregierung hunderte Milliarden unserer Steuergelder den Konzernen zuschiebt und die Krankenhäuser an Überfüllung und Personalmangel leiden. Jetzt ist nicht die Zeit, still zu sein. Jetzt müssen wir unsere Forderungen Nachdruck verleihen, dass die Kosten der Krise nicht von uns getragen werden, sondern von den Konzernen. Doch hier ist jetzt auch unsere Kreativität gefragt, denn die Ansteckungsgefahr durch den Virus ist natürlich sehr real. Viele Aktionsformen sind auch möglich, ohne dass man eine Infektion riskieren muss. Kommt jeden Abend um 9 Uhr auf die Straße oder ans Fenster und macht ordentlich Krach für alle die, die in den Supermärkten oder Krankenhäusern und so weiter arbeiten und ihre eigene Gesundheit für uns aufs Spiel setzen. Helft euren Nachbarinnen und Nachbarn, wenn diese gerade nicht einfach so einkaufen gehen können oder durch Arbeit und Kinder doppelt belastet sind. Geht raus und verschönert eure Viertel mit Parolen und Plakaten. Zeigt, dass ihr nicht friedlich dabei zuseht, wie unsere Rechte mit Füßen getreten und die Kosten der Krise auf uns abgewälzt werden. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Verbreite dieses Video, damit wir zusammen und solidarisch gegen Corona und auch gegen die Wirtschaftskrise ankämpfen können. Wasch dir regelmäßig die Hände, halte im Supermarkt und sonst wo genug Abstand und wir sehen uns beim nächsten Video.